Vor kurzem hat sich mein liebster Dell-Laptop entschieden, dieses nette kleine Akku-Pack nicht mehr zu erkennen. Er ist der Meinung, dieser Akku würde kein autorisierter Dell-Akku sein und es könnte deswegen nicht geladen werden. Finde ich ein bisschen merkwürdig, denn das ist das Ding, was mit dem Notebook geliefert wurde. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum es das denkt. Aber naja, hat sowieso nicht mehr allzu viel Ladung gehalten. Deswegen habe ich mir gedacht, mal aufschrauben, mal reingucken. Oder was heißt aufschrauben? Aufschrauben wäre ja schön, aber die Dinger sind ja quasi mit Plastik verschweißt. Also aufschrauben dürfte schwer sein. Naja, aber brachiale Verklebemethoden erfordern brachiale Lösungen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und ich denke, damit kriegen wir das definitiv auf. Wo auch immer die Helfzwecke jetzt herkommt. Ah. Aha, da kommt die Helfzwecke her. Ja. Wir gucken da mal rein. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht bei dem Versuch, das freihändig zu machen, mich selbst oder sonst irgendwas hier umbringe. So, einen kleinen Spalt haben wir schon mal und das könnte vielleicht sogar schon reichen, um den Rest aufzubrechen. Weil ich will nicht unbedingt mehr als nötig mit einer Säge in einem Lithium-Akku-Pack rumwühlen. Also da kann ich mir schönere Methoden vorstellen, mein Labor in Brand zu setzen. Auch an dieser Stelle entschuldige ich mich bereits vorher für eventuelles Blutvergießen. Splatter ist jetzt nicht unbedingt der Sinn meines Channels, aber alle Opfer für die Wissenschaft. Interessanterweise biegt sich das hier etwas nach außen und gibt dabei irgendwas frei, was aber jetzt so auf Anhieb nicht unbedingt wie ein Akku aussah. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht, nee. Also, das sieht aus, als wenn das nur irgendwie eine Deckhülle sei. Einfach mal mit Gewalt daran rumarbeiten. Das wird die schon die richtige Lösung sein. Das ist ein zweiteiliges Gehäuse. Das kann man jetzt relativ gut sehen, weil sich das so ein bisschen aufbläht. Oder aufpilzt, eher gesagt, dadurch, dass ich es auseinanderbiege. Und ja, jetzt hat er verloren. Er hat verloren. Wie erwartet haben wir 18650er Zellen. Angegeben ist das Ding mit 11 Volt. Also logisch, zwei parallel immer, drei Stück in Reihe, ergibt grob 11,5 Volt. Ich habe übrigens bei diesem Video ein bisschen mal meine Beleuchtung optimiert. Ich hoffe, es hat was gebracht und ich hoffe, das kommt an bei euch. Wäre jetzt natürlich schön, würde ich mir wünschen, wenn es gefällt. Schreibt mir dazu doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare rein, während ich dieses Ding hier zu zerlegen versuche. So, das ging jetzt wieder erwartend doch einfacher als gedacht. Was haben wir für Zellen? Wir haben LGDAS31865. Steht leider keine
Kapazität oder sonst was drauf, was einen irgendwie weiterbringen könnte. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, das ganze Ding war angegeben mit, wie viel war es? Also es ist der Deckel gewesen, hier mit 48 Wattstunden. Wenn wir jetzt mal unseren guten Freund den Taschenrechner zur Hand nehmen, haben wir 48 Wattstunden geteilt durch 11,1 Volt, macht 4,32 Ampere gleich 4,32 Amperestunden, was mir für diese Akkus irgendwie ein bisschen viel vorkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Akkuzelle 2150 mAh Kapazität hat. Weil so die Standard 18650er zu der Zeit kam meiner Meinung nach doch gerade mal an, ja, circa, lass es mal 1500 mAh sein. Merkwürdig. Vielleicht, genau, wir googeln einfach mal nach diesem Akkutyp. Dazu haben wir ja ein praktisches Tablet hier rumfliegen. LGDAS 31865. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. 2200 mAh, tatsächlich. Erstaunlich. Nicht schlecht. Ich dachte, die wären zu der Zeit noch nicht so weit gewesen mit der Akkutechnologie. Wobei andererseits, wie alt ist das? Ja, super. Ah, da. Wie alt sind wohl diese, ist dieses Notebook überhaupt? Circa 5 Jahre vielleicht? Was ist das? Ich will damit nicht communicaten. Naja, wir sehen auf jeden Fall Hersteller LG 2200 mAh. Angeblich sind das Protected Cells. Overcharge Voltage Protection steht hier, aber hier ist doch nie im Leben ist da eine Protection-Schaltung drinne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die nämlich zu kurz. Normalerweise haben die, sind die gesicherten Lithiumzellen ja ein bisschen länger. Gucken wir uns mal dieses kleine, gucken wir uns mal diese kleine Ladeschaltung an. Wir haben, die steht natürlich auf dem Kopf. Wir haben dort zwei größere ICs und alles ist na super. Das ist dieses merkwürdige Silikonzeug, was man nicht einfach abpulen kann. Also müssen wir gerade mal gucken, ob wir sowas erkennen können. Diese beiden Chips sind gemarkt mit 42723018. Das sagt mir so jetzt wieder überhaupt nichts. Dieses dort könnte, was ist das wohl? 12AH3 ist es gemarkt. Müssen wir gleich alles mal nachgucken. Und diese beiden Chips wird wahrscheinlich irgendwie Mikrocontroller sein oder und einen Laderegler. Ja, super. Die Bezeichnung ging mit dem Aufkleber zusammen ab. XG4. Na super. Und auf diesem Chip ist ein QR-Code drauf, oder was soll das sein? Merkwürdig. Außerdem, was mir gerade auffällt, die ganzen Chips sind mit irgendeinem durchsichtigen, gelartigen Zeug eingegossen. Zumindest die Pins.
Und das hindert mich jetzt auch gerade daran, diesen Aufkleber hier abzuzupfen. Ah, lass los! Hier haben wir das gleiche wieder. 29,3, nee, ist ein anderer. 29,330,07 kg4. Ich vermute irgendwelche Mikrocontroller oder irgend so eine Geschichte. Oder irgendein integriertes Lade-IC. Wer weiß, wer weiß. Leider alles sehr undurchsichtig und nichts, wo man jetzt einfach ganz spontan sagen könnte, ach, das ist ja einfach zu durchschauen. Schade. Ich hätte da jetzt gerne etwas mehr rausgelernt aus dieser Schaltung. Naja, aber immerhin 6 Zellen, davon werden wahrscheinlich 5 noch gut sein und eine im Arsch. Kann man sich jetzt so, denke ich mal, nicht drüber beschweren. Die werde ich mich auf jeden Fall auseinandernehmen und mit in meine etwas umfangreichere Akkusammlung hinzufügen, um sie für eventuelle Zwecke zu benutzen. Alles klar. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.